Es ist Freitag, der 2. Dezember. Herzlich willkommen zu Gut gedruckt. Und das sind die Top-Themen an diesem Freitag. Fahndungsaufruf gegen Rechtsterroristen, Merkel lockert ihren harten Eurokurs und die Schriftstellerin Christa Wolf ist tot. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelt mit dem bundesweiten Fahndungsaufruf zur Aufklärung rechtsextremer Straftaten. Wir lesen hier: Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt haben sich zur Aufklärung der Verbrechen der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund zu einem bundesweiten Fahndungsaufruf entschlossen. Generalbundesanwalt Range und der Präsident des Bundeskriminalamtes Zirke stellten am Donnerstag in Karlsruhe ein Fahndungsplakat vor, mit dem die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung von wenigstens 10 Morden, 2 Bombenanschlägen und 14 Raubüberfällen gebeten wird, die dem NSU zugerechnet werden. Zirke sprach von einer Kampfansage an den gesamten Rechtsextremismus. Er wünscht sich eine operative Fahndung im Einvernehmen mit den Ländern. Auch wurde eine Telefonnummer für Hinweise bekannt gegeben. 0800 0130 110. Reinhard Müller von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sieht in dem Aufruf einen beispiellosen Einsatz. Sein Kommentar: Die Botschaft ist eindeutig. Deutschland versucht mit aller Rechtsmacht, die Untaten einer rechtsextremistischen Terrorgruppe aufzuklären und Wiedergutmachung zu leisten. Mit öffentlicher Fahndung sollen weitere Helfer und etwaige Hintermänner dingfest gemacht werden. Ältere Verbrechen werden noch einmal überprüft. Mit Recht sprach der neue Generalbundesanwalt Range von einem bisher nicht bekannten Maß an Brutalität, Kaltblütigkeit und Fremdenhass. In seinem gemeinsamen Auftritt mit dem Präsidenten des Bundeskriminalamts Zirke wandte sich der oberste Strafverfolger unmittelbar an die Bevölkerung und an die rechtsextreme Szene selbst. Der Schandfleck der beispiellosen Mordserie soll durch einen beispiellosen Einsatz mit hunderten Beamten aus Bund und Ländern möglichst getilgt werden. In der Süddeutschen Zeitung bewertet Wolfgang Janisch den Einsatz als Fahndung mit schlechtem Gewissen. Er schreibt: Man kann den Behörden keinen Vorwurf machen. Auf ihnen lastet der immense Druck der Politik und der Öffentlichkeit. Aber es lässt sich nicht übersehen, dass die Fahndung und Aufarbeitung deshalb mit so viel Wucht betrieben wird, weil sie um Jahre zu spät kommt. Aus dem Fahndungsdruck spricht das schlechte Gewissen, wenn nicht über eigene Fehler, dann über fatale Versäumnisse im Geflecht der Sicherheitsbehörden. Als wollte man mit riesigem Personaleinsatz wiedergutmachen, was nicht mehr gut zu machen ist. Wenn die Wege des Mordtrios die Identitäten ihrer Helfer und Hintermänner, ihre Querverbindungen zur NPD auf dem Tisch liegen, dann muss sich eine zweite Aufklärungsoffensive anschließen. Über Fehler von Ermittlern, über Strukturmängel in den Sicherheitsbehörden. Das sollten BKA und Bundesanwaltschaft im aktuellen Fahndungseifer nicht vergessen. Wir bleiben bei der Süddeutschen Zeitung, kommen aber zu einem ganz anderen Thema. Es geht um den vermeintlich harten Eurokurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Klaus Hulverscheid berichtet: Die Bemühungen um eine Beilegung der Euro-Schuldenkrise gehen in die entscheidende Phase. Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy wollen sich nach Informationen der Süddeutschen Zeitung am Montag in Paris treffen, um ein Konzept für eine tiefgreifende Reform der Währungsunion zu erarbeiten. Merkel ist in diesem Zusammenhang auch bereit, weitere Staatsanleihekäufe der Europäischen Zentralbank, kurz EZB, zu tolerieren. Das deutsch-französische Konzept zielt darauf ab, die Haushaltspolitik der Euro-Staaten so weit zu verzahnen, dass ein ungeniertes Schuldenmachen nicht mehr möglich ist. Wir müssen uns von den Tagesbefindlichkeiten einzelner Regierungen unabhängig machen, hieß es in Verhandlungskreisen. Um dies zu erreichen, sollen die Euro-Staaten künftig verbindliche, von der EU testierte Haushaltspläne aufstellen, sich einer scharfen Aufsicht durch die Europäische Kommission unterwerfen und automatische Strafen für den Fall von Regelverstößen akzeptieren. Notfalls soll der Europäische Gerichtshof angerufen werden können. Die Rolle Deutschlands in der Schuldenkrise wird in Europa zum Teil recht scharfzüngig kritisiert. Damit befasst sich der Kommentar »Europäischer Sündenbock«. Der französische Europaminister Jean Leonetti fühlt sich an die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen erinnert. Das ist zum Glück übertrieben.
Dennoch lassen manche verbalen Angriffe aufhorchen, die derzeit von französischen Politikern verschiedener Couleur auf Angela Merkel und die Bundesrepublik erfolgen. Wenn ein einflussreicher Sozialist wie Arnaud Montebourg der Kanzlerin vorwirft, Europa ins Chaos zu führen und andere Länder zu ruinieren, um Deutschland zu bereichern, kann das nicht mehr mit Wahlkampf gerechtfertigt werden. Dann wird gezündelt. Der Zweite Weltkrieg ist bald ein Menschenleben her. Die europäische Zusammenarbeit ist eine der großartigsten Errungenschaften der Politikgeschichte. Und dennoch brechen nationale Animositäten erschreckend leicht wieder auf. Nicolas Sarkozy und Angela Merkel lassen sich von diesen Störungen bislang nicht irritieren. Sie ringen in der Sache hart miteinander und pflegen dennoch in der Öffentlichkeit einen demonstrativ fairen und inzwischen auch humorvollen Umgang miteinander. Das allein rettet Europa nicht, aber es verhindert zumindest, dass aus Schulden Schuldzuweisungen werden und aus Schuldzuweisungen Völkerfeindschaft wird. Themenwechsel und zur Frankfurter Rundschau, die sich zuspitzende Lage im Iran thematisiert. Unter der Überschrift »Heiße Phase im Iran« lesen wir: Zwischen dem Iran und der internationalen Staatengemeinschaft fliegen die Fetzen. Das Regime lässt, offenbar gezielt, einen Angriff auf die britische Botschaft in Teheran zu. Die Briten werfen Irans Botschafter aus dem Land. Deutschland und andere EU-Staaten ziehen ihre Gesandten aus Teheran ab. Israel denkt laut über einen Militäreinsatz gegen den Iran nach. Droht aus dem Kalten Krieg ein heißer zu werden? Noch ist es nicht so weit. Noch droht kein Krieg mit Iran, aber nie stand die Welt so nahe vor dem Kriegsausbruch. Verhandlungen über Irans Atomprogramm dürften sich erledigt haben. Bislang reichte es, Druck auf den Iran auszuüben. Nun müssen auch Anstrengungen unternommen werden, um Israel vom ersten Schuss abzuhalten. Der Blick auf die Titelseiten der Zeitungen von heute hat es schon gezeigt. Die Schriftstellerin Christa Wolf ist tot. Deutschland trauert um eine Autorin von Weltrang. Im Feuilleton der Welt lesen wir den Nachruf von Tillmann Krause, die Leibhaftige. Den Nobelpreis hat sie nun doch nicht mehr erhalten. Spätestens seit der Auszeichnung für Hertha Müller war es klar, dass das so kommen würde. Und doch wäre Christa Wolf wohl die größte literarische Begabung, die das sozialistische Teil Deutschland nach 1945 hervorgebracht hat, aus literarischen Gründen die bessere Wahl gewesen. Allein so funktioniert unsere Welt nicht. In unserer Welt hat das politische Priorität. In dieser Hinsicht steht die rumäniendeutsche Dissidentin, die ohne Wenn und Aber die antitotalitäre Fahne hochhält, besser da, korrekter. Doch wer sagt eigentlich, dass es in künstlerischer, ja in menschlich-geschichtlicher Hinsicht korrekt zugehen muss? Noch dazu in Deutschland. Von früh an kamen die großen Persönlichkeiten bei uns in zweifelhafter Gestalt daher. Nehmt Luther oder Friedrich. Denkt nur an Bismarck sowie an zwei große Bs der Literatur, Ben und Brecht. Christa Wolf, die in so vielem exemplarisch deutsch war, im Auseinanderfallen von ästhetischer und politischer Befähigung, da war sie's allemal. Auch damit darf man sie als exemplarisch für das 20. Jahrhundert auffassen, dessen Zerrissenheit und Konflikte sie wie keine andere Schriftstellerin deutscher Sprache verkörperte, in einem ganz wörtlichen Sinne. Ich habe alles am eigenen Leibe erfahren. Das berühmte Diktum Thomas Manns, sie hätte es auch für sich in Anspruch nehmen können. Sie kannte es, hat in ihrem letzten Buch Stadt der Engel darauf verwiesen. Denn auch ihr Leiden an Deutschland war so beschaffen. Am eigenen Leib hat sie es gespürt. Sie, die Leibhaftige. Nach Rheinland-Pfalz und zu den Themen, die das Land bewegen. Die überregionalen Zeitungen berichten, wie schon gesagt, über die heiße Phase im Iran. Wer aber glaubt, die Probleme dort seien weit weg von uns hier in Rheinland-Pfalz, der irrt gewaltig. Die Rheinpfalz fragt: Rammstein, Anschlagsziel Irans? Und berichtet: Die Bundesanwaltschaft ermittelt zu möglichen Anschlagsplänen Irans in Deutschland. Unterdessen wächst der internationale Druck auf Teheran wegen der Erstürmung der britischen Botschaft in der iranischen Hauptstadt. Wir haben ein Ermittlungsverfahren in diesem Bereich, bestätigte Generalbundesanwalt Harald Range gestern in Karlsruhe einen Bericht der Bild-Zeitung. Dem Bericht zufolge soll Iran planen, im Falle eines US-Angriffs auf das Land US-Militärflugplätze in Deutschland zu attackieren.
Damit sollten Nachschub und Logistik eines möglichen Schlages gegen Iran gestört werden. Die größte Luftwaffenbasis der USA in Europa ist die Ramsteiner Airbase. Einem Sprecher des US-Kommandos in Europa zufolge werden alle Bedrohungen von US-Einrichtungen in Deutschland sehr ernst genommen. Der Präsident des Bundeskriminalamtes Jörg Zirke sagte dazu: Wir sehen derzeit keine unmittelbare Gefahr. Zu einem anderen Thema. Der Nürburgring ist einmal mehr in den Schlagzeilen. Die Rheinpfalz berichtet über Massenentlassungen bei der Nürburgring Automotive GmbH. Wir lesen: Die privaten Betreiber des Nürburgrings setzen ihre Ankündigung um und bauen massiv Arbeitsplätze ab. 141 von 380 Beschäftigten sollen davon betroffen sein. Der Betriebsratsvorsitzende Manfred Strack bestätigte auf Rheinpfalz-Anfrage, dass nächste Woche die Verhandlungen über einen Sozialplan beginnen. Die Gesellschafter der NAG, also der Nürburgring Automotive GmbH, Jörg Lindner und Kai Richter, sowie NAG-Geschäftsführer Karl-Josef Schmidt begründeten den Schritt gestern mit der Notwendigkeit, die Kostenstruktur des Unternehmens an die wirtschaftlichen Gegebenheiten anzupassen. Die massiven Einschnitte seien nötig, um die in den nächsten 2 Jahren um jeweils 5 Millionen Euro ansteigenden Pachtzahlungen leisten zu können. In der Mainzer Rheinzeitung kommentiert Uli Adams die Geschehnisse am Nürburgring unter der Überschrift: Diese Schmierenkomödie muss endlich ein Ende finden. Wann hört das endlich auf? Der Nürburgring bleibt ein Fass ohne Boden. 350 Millionen Euro wurden in einen Freizeit- und Geschäftspark investiert, der schon vor dem ersten Spatenstich zum Scheitern verurteilt war. Getürkte Zuschauerzahlen, Finanzierungsversuche am Rande der Legalität und ein in aller Eile zusammengeschusterter Pachtvertrag, der zwar der Landesregierung über die Landtagswahl 2011 half, aber nicht die erhoffte Wende zum Guten am Ring bringt. Der Nürburgring, das vielbeschworene Leuchtturmprojekt für die strukturschwache Eifel, wackelt nicht nur, er ist bereits das skandalträchtigste Landesunternehmen aller Zeiten. Aber jetzt bekommt das Ringdrama nochmals eine neue Qualität. Mehr als 140 Mitarbeiter, die schon lange am Ring arbeiten oder mit vielen Versprechungen in die Eifel gelockt wurden, sollen ihren Arbeitsplatz verlieren. Nicht nur Ringfreunde wünschen sich eigentlich nur noch eines: Sorgen Sie dafür, dass diese Schmierenkomödie endlich ein Ende findet, Herr Beck. Ein weiteres Thema, das für Zoff in der Landespolitik sorgt, ist die Justizreform. Unter der Überschrift Experten: Sparvolumen in der Justiz begrenzt, lesen wir: Durch die Verlagerung von Oberlandesgericht und Generalstaatsanwaltschaft von Koblenz nach Zweibrücken sowie die Auflösung des Verwaltungsgerichts Mainz lassen sich keine 2,7 Millionen Euro pro Jahr einsparen. Zu diesem Schluss kommen Experten im Landtag. Von dieser Summe geht bislang aber Justizminister Jochen Hartloff von der SPD aus, der in seinem Haushalt insgesamt 6,5 Millionen Euro wegen der Schuldenbremse einsparen soll. Und zuletzt noch einmal zur Rheinpfalz. Dort steht zu lesen: Halb Koblenz steht vor der Evakuierung. In Koblenz laufen die Vorbereitungen für die Entschärfung der 1,8 Tonnen schweren Fliegerbombe am Sonntag auf Hochtouren, aber nach Plan. 45.000 Menschen müssen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. In der Pfalz könnte ein weiterer Bombenfund den Verkehr auf der Rheinbrücke bei Wörth lahmlegen. Die Hälfte der Einwohner von Koblenz muss sich nach Angaben der Leitstelle am Sonntag bis 9 Uhr in den eingerichteten Notunterkünften in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr, die den Einsatz leitet, hat schon Handzettel verteilt. Sollte die Bombe wider Erwarten detonieren, würde sie nämlich im Radius von 1,8 Kilometern eine Spur der Verwüstung nach sich ziehen. Zu den betroffenen Gebiet gehört auch der Hauptbahnhof, der bereits am Vormittag geräumt wird. Der Zugverkehr in Richtung Norden ist während der Entschärfung stark beeinträchtigt. Soweit der Blick in die Zeitungen. Das Wochenende steht vor der Tür. Was los ist bei uns im Land, das sehen Sie jetzt in unseren Veranstaltungstipps. I have a dream. Die Kraft der Gedanken, so heißt die nächste Vorlesung der Mainzer Kinderuni. Die Kraft der Gedanken kann unglaublich mächtig sein, lässt sich aber nicht mit Messgeräten bestimmen. Dennoch kann ein Gedanke genauso machtvoll sein wie ein Sturm und manchmal kann eine Idee sogar die Welt verändern. So einen mächtigen Gedanken hatte der amerikanische Sklavenjunge Frederick Douglass.
was sich Frederick genau ausgedacht hat und wie seine Ideen auch 100 Jahre später noch Menschen zum Träumen gebracht haben, erfahren die Forscherkids in dieser Vorlesung. I Have a Dream, die Kraft der Gedanken am 3. Dezember ab 11 Uhr im Hörsaal RW1 auf dem Campus der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos auf kinderuni.uni-mainz.de. Dieter Kühn, einer der renommiertesten zeitgenössischen Künstler in Rheinland-Pfalz. Seine Werke stehen im Zentrum der aktuellen Sonderausstellung im Speyerer Feuerbachhaus. Gezeigt werden Gemälde und Grafiken zwischen lyrischer Abstraktion und Gegenständlichkeit. Dieter Kühns Motto: Zu viel Eindeutigkeit schadet der Poesie. Sehen Sie die Ausstellung Dieter Kühn Malerei und Grafik noch bis zum 15. Januar im Feuerbachhaus in Speyer. Weitere Informationen unter feuerbachhaus.de. Tierisch gut. 25 Künstler zeigen ihre Sicht auf das Tier. So heißt die Ausstellung in der Galerie Mainzer Kunst. Gezeigt werden fast 100 Exponate von rund 25 Künstlern. Ihnen allen gemein ist das Thema Tier. Präsentiert werden Zeichnungen, Grafiken, Skulpturen und Fotos. Tierisch gut. 25 Künstler zeigen ihre Sicht auf das Tier. Noch bis zum 30. Dezember in der Galerie Mainzer Kunst in Mainz. Nähere Infos unter mainzerkunst.de. Das war die Ausgabe der Presseschau an diesem Freitag. Das ganze Team von Gutenberg TV wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Bis Montag!